das ist insofern falsch gedacht. Es könnte natürlich aber auch genauso gut sein, dass man in einem anderen Standort je nach Marktanalyse die Möglichkeit hat, auch noch einen Premium-Discount zu platzieren. Also das kommt immer darauf an, wie ist die Vorgehensweise von uns. Bei uns meldet sich ein Interessent. Dann geht es ja dann erstmal darum zu sagen, da können wir ja nochmal drauf schauen, wie viel Eigenkapital ist vorhanden, was sind die persönlichen, also eine Bedarfsanalyse, was sind die persönlichen Inhalte, Bedürfnisse, was spricht ihn an, was ist das für ein Typ, das schaut man sich auch mal ein bisschen an und dann kann man sagen, okay, wie weit ist er räumlich gebunden, ist er flexibel, möchte er umziehen, das spielt ja auch eine Rolle, manche sagen, na, ich habe Familie, ich möchte nicht weiter als 50, 80 Kilometer weit weg. Und dann kann man sagen, okay, wir haben die Person, wir wissen, was er für Möglichkeiten hat und je nachdem können wir dann sagen, wir schauen einfach mal, was haben wir für Standorte, wie sieht die Mitbewerbersituation, also das Angebot vor Ort aus und danach wählen wir das aus.